So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fragmented, oder? War es richtig? Und dabei ist wieder der Olli, aka Po spielen. Ajo, Banana, jo. Und zwar, wir haben, der liebe Olli hat schon das hier mal platziert. Ich habe keinen Plan, wie das platziert wird. Ich glaube, ich darf Brauchen dann wir noch mal die viel Hälfte mehr machen. davon, deswegen kriegst du da gleich noch mehr. Und zwar, wir brauchen erstmal Feuer und um uns Munition zu machen und Pipapo. Wegen. Olli hat gesagt, wir brauchen Waffen. Also man kann hier nicht einfach einen Bogen machen, das Nö, reicht da nicht. wie low ist das denn? Ja, ich kenne das Spiel noch nicht. Ich bin Ark gewohnt. Du hast gesagt, hier, Ist das ist so geil. ähnlich wie Ark. Ja. Okay, dann machen wir mal Feuer. Das will ich jetzt nicht sehen. Weg da. So. Okay, jetzt brauchst du noch einen Eimer voll Lagerfeuer. Fasern. Craft. Hab's gebaut. Yeah. Wohin? In die Mitte der Plattform. In die Mitte, Ja, da okay. kann man sie nicht übersehen. Und Mörder und Pastel brauchen wir auch ziemlich schnell. Da kann man seit neuestem nämlich Sachen drin lagern. Früher musstest du dich immer nur vor das Teil stellen und aus deinem Inventar rausbauen. Jetzt Hab's kannst du die platziert. als Platz nehmen. Geil. Frieren wir nicht mehr. Entschuldigung. So, darauf kann ich zugreifen, oder? Da ab. Nö, glaube ich nicht. Okay, dann gehe ich jetzt mal in mein Wenn du jetzt Inventar. Fleisch im Inventar hast, könntest du das Fleisch da kochen. Habe ich aber nicht. Ja. So. Beinhäutung. Guck mal hier. Ich hab dir mal was mitgebracht. Moment, mal wurden Plattform, Holzwand. Feuer ist irgendwie bei Wupp. mir. So, komm mal her. Ja. So, Inventory. Ich hab da einmal. Ne, der Schnack funktioniert nicht. Hab ich eine Holzwand für dich? Blub, blub. Dankeschön. Und einen Holzzaun. Kannst du den auch mal angucken? Blub, blub. Okay, warte. So, jetzt. Boah, ich muss noch schnell den Sound ein bisschen runterdrehen. Lagerfeuer ist ziemlich laut bei mir. Hast du zufällig Essbares? Muss ich gucken, was ist denn alles essbar? Das sind so Beeren. Das Feuer ist Effekt, oder? Effekt? Glaub ja. Aber ist bei mir auch recht laut. Ich brauche ein paar Beeren und Hunger. Ich warte mal, das ging doch, glaube ich, mit dem Messer besser, ne? Geht nicht mehr. Scheiße. Okay, falls das Game ein bisschen zu leise ist, sorry, das wird sich in den nächsten Folgen ändern. Du hast mir Zeug gegeben. Einmal Alles zum das Platzieren. hier. Ein Zaun. Den Zaun würde ich hier an der Ecke setzen, so in die Richtung. Down. Den Zaun. Reichen drei Zaun. Ach, man kann das so direkt platzieren. Oh, snappt. Es muss snappen. Also kann man so setzen, ja, mach mal. Krieg schon hin. Genau. Reichen drei So. Zaun, ja. Und die andere Wand kannst du dann hier auf die Ecke setzen, weil wir müssen zumachen, damit wir von hinten nicht angefressen werden. Weißt du, hier, hinter dir, da, hier an die Ecke dran. Damit wir schon mal eine Ecke haben, in die Wand? wir uns Holzwand, die sicher. sieht ganz schön komisch aus. Ja, das sind die Päckchen. Es wird in so Päckchen alles gekräftet, auch Häuser. Wie drehe ich das? Wieder einpacken, dich anders hinstellen. Versuch das mal. Ja. Ah Oh nee, oh. hier geht. Ach so geht's. X. Nee. Oh oh, immer noch keine Bären. Ich Y? verhungere. Nee. Z. Nee. Nein, das sind die Achsen, das ist nur zum Verschieben. Platz, stell dich mal anders hin und hol sie dann wieder neu aus der Tasche. Move Holzband. Nee, ich kann die irgendwie nicht drehen. Sag ich ja, deswegen sollst du sie wieder in die Tasche stecken und dich anders hinstellen als vorhin, wo du sie rausgeholt hast. Weil die snappt Okay. immer in der gleichen Richtung, wie du das letzte platziert hattest. Das heißt, in dem Falle, pass auf, jetzt, ja gut, jetzt müssen wir sie moven. So, das ist das. Das ist das. Ob, siehst du, jetzt muss ich sie erstmal so drehen. Das ist das Problem, wenn man sie nicht richtig setzt. Und jetzt kann ich sie erst wieder nach hinten. Okay, das muss ich noch lernen. Richtig, ja, kommt schon. Du hast mit Shift und mit Steuerung hast du verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Steht ja auch im Profil. Ja. Ah, keine Ahnung. Ja, muss ich So. machen. Also, wenn ich Ja. Shift drücke, drehe ich die um ihre Achse. Und wenn ich Steuerung drücke, kann ich sie von mir wegschieben oder zu mir hinholen.
Okay. Aber steht da. Und da muss er halt nur noch die richtigen Achsen wählen, um das zu bewegen. Immer die rot und die blau und die sind ja extra farbig angezeigt. Deswegen ist es wichtig, dass man sie am Anfang. Siehst du, jetzt kann ich sie mit Shift drehe ich sie so. Ich zeig's mal. Zack. Habe ich sie über die Achse gedreht. Eine Achse ist fest. Das ist die. Die Achse hier war fest. Wenn ich sie jetzt wieder drehe. Moment, versuch so Plan zu kriegen. So. Diese Achse hier war fest. Und alle Okay. anderen, die rote, die grüne und die blaue, zeigen ja die Pfeile in der Vorschau, wo es hingehört. Ja. So, und jetzt muss ich zusehen. Jetzt sehe ich die nicht, welche Achse. Es kann nur die rote sein. Jawohl. Das war ein Stück zu weit. Stornieren. Oh. Genau, auf der roten Achse. Und da hat Gegner sie dann erwischen, Munition kann. angefangen zu snappen. Das ist echt Move-Holzwand. Das ist zwar nicht so leicht, oder? Ja, wenn du nicht direkt richtig snappt, hast du echt Kacke. Musst du noch mit den Einzeldingern hier arbeiten. Da gibt es noch 0,5 und sowas. Das habe ich auch noch nicht ganz geschnallt. Aber ist nicht schlimm, wir könnten ja einfach noch Perfekt. eine dahinsetzen. Ja. So, jetzt. Ja, okay, Okay. ich kann sie damit langsamer bewegen. Oh, Mal jetzt eine werde ich gleich sterben. Frage. Wo kriegt man, also Tierfett ist ja logisch, aber bloß was muss irgendwie, was muss man töten, um an Tierfett zu kommen? Die Tiere, die da oben sind. Aber ich muss jetzt Greift die erstmal einen an? gepflegt sterben. Ja, die greifen einen an. Besonders Stell die ich auch aufs blöden Feuer. Böcke. Und jetzt? Geht das nicht? Ich dachte, das ist ein bisschen realistisch. Kann ich irgendwie schlagen? Bin eh jetzt gleich tot. Weil der Kampf gegen den Hunger ist hier echt heavy. Ich habe auch langsam Hunger. Du musst immer Beeren oder Fleisch dabei haben, deswegen müssten wir jetzt gleich echt jagen gehen. Wie isst man? Indem du das auf den Schnellslot unten ziehst. Hä? Da gibt es diese Negrobären, Banana Joe Bären. Was? Da gibt es Bananabären. Na endlich. So, und jetzt muss ich hier irgendwo wieder spawnen. So, kann man sich verschiedene Spawnpunkte aussuchen. Und ich bin natürlich am Arsch der Welt gespawnt. Nee, doch nicht. Feige kann man nicht essen, wa? Ne, der süße Ast, den es da gibt, den kann man leider auch nicht essen. Meinst du den süßen Stiel? Ja, genau. So, da bin ich wieder. Ich habe schon mal 100 Schuss Munition gemacht. Hast du schon einen Knüppel? Nein. Nein. Kannst du auch noch nicht bauen? Nein. Okay, dann Warte, ich gucke nochmal. Warte, ich gucke lieber nochmal. das Ding heißt Holzstab. Ach, Holzstab, ja, den kann ich machen. Ja, super, dann bau dir den direkt. Habe ich? Zücken und dann gehen wir los. Okay, dann gehen wir mal fröhlich sterben. Man verliert ja sein Inventar nicht. Glatze, komm. Wo ist er denn? Spawnen wir dann wieder hier? Nee, da, du kannst die Spawnpunkte aussuchen. Gibt ein paar Stück und du siehst dein Skelett, dein Totenkopf, wo du gestorben bist. Hiermit So, bist du okay. angekommen mit dem Pott. Okay. Ist noch bei mir? Da. Ja. Okay. Ja. Ach so, und du wirst lachen. Warum? Drück mal Enter, Gamma, Oder hier. Enter, Ah, nee, klappt Gamma. nicht mehr. Schade. Warum? Hatte vorher geklappt. Was denn? Gamma, in den Chat schreiben. Okay. So, da vorne sind die Wuffis. Bist du noch da? Ja, ich bin hier. Wo bist du? Da vorne, die glitzern. Wie in Ark Ja. die Perlen. Da sind die Wuffis. Da drauf. Ein Set lang brauchen wir. Level 2, ein. Irgendwie ein. Der kommt hier jetzt raus. Die anderen laufen gerade weg. Die Ja. sind auch nicht allzu aggro. Jetzt guckt er mich an. Und drauf. Oh, tot. Warte, ich habe ein Ging schnell. Messer. Das ging aber wirklich schnell. Du musst dann einfach E drücken. So. Rohes Settlangfleisch und Settlanghaut, weil dann können wir auch Klamotten bauen. Kann ich den hier töten? Bitte. Okay. Aber wenn du guckst, ist Level 4, der ist stärker. Hab mal Hab mitgeschlagen. ihn.
So, und dann musst du einfach nur E drücken. So, ich hole aber direkt immer mit Haut, wenig Fleisch, aber viel Haut, ne? Ja, ich kann mir auch so ein, warte, nee, Steinhäutung kann ich mir nicht mehr machen. Und was fehlt mir? Komm, lass noch ein paar schlachten, dann kann ich das Fleisch nämlich nachher kochen. Oder du? Ja. Und dann haben wir wenigstens Essen und müssen nicht sterben, um den Hunger wieder voll zu haben. Das, ja, okay, das ist praktisch. Da vorne ist wieder was. Aber wenn du Steinböcke siehst, lauf um dein Leben. Steinböcke? Ja, Steinböcke sind voll die Arschlöcher. Darum auch sein Name, oder? Bitte? Auch deswegen der Name, oder? Steinbock. Ja. Achso. Wo bist du denn? Da oben ist noch, da oben ist noch was? Seh dich nicht. Ich bin hinter dir. Okay, da oben ist was? Hier rechts. Deswegen hieß auch eine Folge bei mir von dem ersten Let's Play, die scheiß Böcke. Sauber. Super. Oh. Ja, noch ein das paar wären ganz nett. Da unten ist doch noch einer. Hier oben ist auch noch einer. Ups, wo ist oben? Hab ihn. Wo ist denn? Wo? Ich meine, die Leichen hier, kann ich nicht finden. Hier. Hier, ja. Links, links, links. Hinter dir. Ja. Ah, hier. Da. Ja, es ist sehr schwer zu sehen. Für mich, obwohl ich gerade einen 37-Zeller immer habe. So, hier ist vielleicht noch einer. Hab schon abgenommen. Okay, gut. Hier ist wieder einer. Wo? Was? Erledigt. Kann man so ein Vieh auch dann später... Züchten, soweit ich weiß, nicht tamen. Aber der guckte mich eben so freundlich an, kann sein, dass sie das Taming reingebaut haben. Ich habe mich nicht selbst gespoilert und gelesen, es sind nur etliche Patches vergangen. Guck mal, wie viel wir haben. 7x Set lang Fleisch. Ja. Und Set lang Hide auch 7x. So, gibt's hier noch welche? Ach, ich glaube, das wird ja auch schlecht jetzt, ja. Aber ist keine Animation oder so drin, wenn du die häutest, oder? Nee. Okay. Einfach nur E drücken mit dem Messer in der Hand und dann hast du das Zeug im Inventar. Dann lass mal zurück. Ja. Oh, kann ich den Kack überhaupt schon kochen? Gekochtes Settlangfleisch, ja, kann ich. Muss man nämlich auch lernen. Das ist ja standardmäßig, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, also bei mir ist, in die Richtung. Oh, ich verhungere langsam. In die Richtung. Hast du Bären? Nein. Okay, in die Richtung hier. Kommst du? Ah. Yep. Beim letzten war es auch immer wieder, wenn ich das Spiel neu gestartet habe, war alles, was ich an Lebensmitteln in der Lebensmittelbox hatte, vergammelt. Okay. Obwohl also, der gestoppt wurde, ja. Steht da auch, ist da vielleicht so ein Timer wie bei Ark? Habe ich noch keinen gefunden. Ich merke gerade, die Aufnahme ist gerade ziemlich dunkel wieder. Ja, das ist passiert. Ist ja auch dunkel. Also kann man nicht Gamma eingeben. Bis jetzt habe ich noch gerade versucht, ging nicht. Ging aber vorher mal. So, gehen wir zum Lager. Du kannst auch Set lang Fleisch kochen. Nee, ich habe ja kein Fleisch dabei. Nein, aber du hast das Rezept. Oder? Eigentlich ja, oder? Gekochtes, ja. Gut, hab ich. Dann gebe ich dir jetzt gleich die Hälfte ab. Okay. Selber kochen. Errungenschaft freigeschaltet. Apparent Character. So, hier. Fleisch. 4x. Ich habe auch 4x. Ans Feuer stellen und dann Crafting-Menü. Ja, ich kann... Ach, hat einen Timer. Abbauzeit. 1 Stunde, 4 Minuten, 37 Sekunden. Was? Ja. Gekochte. Mahlzeiten. 1 von 1. Geht das von da oder musst du nicht näher ran? Ich hab's gemacht. Gekocht alle 4? Ey, das Feuer ist wieder übel laut. Bei mir auch. Ja, du bist ja übel laut. Ich bin in der Aufnahme nie so laut, weißt ja. So. Mal gucken, was wir kräften können, ob wir Klamotten bauen können. Textilien, Stoffhose, Stoffhandschuhe. Ach, dafür braucht man ja nur den Fiber. Was brauche ich noch für die Wasserflaschen? Lurkerhaut? Nein. Ah, ich brauche noch Fasern, dann kann ich uns Wasserflaschen machen. Ah, gut. Nur Fasern.
Das ist ganz gut. Hast du zufällig welche in der Tasche? Was? Fasern? Müsste ich haben. Ich habe gerade was. Ich habe gerade ein paar Fasern bekommen. Sechste. Sechs brauchst du. Ja, kann ich uns beide eine Flasche machen. Warte, ich gucke. Drei. Sechs heute kostet eine Wasserflasche. Fasern, wie viel sehen Fasern hier kannst aus? Kannst du festhalten. Ich habe 10 Fasern. Ja, kannst du festhalten. Brauchen eh noch mehr heute. Ja. So, jetzt haben wir Futter, jetzt können wir weiter durchhalten. Könnten wir wieder schlachten gehen, was hältst du davon? Könnten wir machen. Weil wir brauchen heute und Fleisch. Fleisch und heute. Wo bist du hingegangen? Bin hier? Mama, ich kann mir jetzt auch so einen Steinholzteil machen. Mach ich mir mal eben. Wo haben wir's? Hier. Auf die 3. Also die Lurker sind ganz schön schwach geworden. Die waren mal viel stärker. So, ich warte. Nicht so schnell. Komme. Jo. Aber wie gesagt, wenn du hier so Wassermenschen aus, siehst, ne? Dann ja. Mach die Mücke. Okay, mach ich. Wo bist du denn? Bin hier wieder. Wo ist hier? An den Teil, hier neben dir. Alles klar. Oh, Fackelmann. Ja, dann ist jetzt einfacher dann vielleicht. Ja, das stimmt. Direkt nur, jetzt hänge ich hier in so einem blöden Blatt fest. So. Ja. Brauchen auch unbedingt Klamotten, aber die kann man aus Fasern machen. Mama, ich muss noch schnell was essen. Jetzt schon? Ui. Boah, das bringt aber fast gar nichts. Der Hauptkampf ist das Überleben. Das Essen, genau gesagt. Es gibt noch bessere Mahlzeiten später. Hey, wo laufen wir ungefähr lang? Peter, kannst du ja Schweinebraten mit Gemüse und sowas machen. Na, ich folge dir. Ich guck auch. Weiß doch nicht, wo die hinlatschen. Aber bis jetzt habe ich die immer in der Nähe vom Wasser gefunden. Okay. Ach ja, und es gibt hier auch noch durchgeknallte Androiden. Androiden? Androiden, Roboter. Okay. Die heißen auch Defekt Android oder so. Die laufen rum und töten gerne. Wollte gerade fragen, was sie machen. Die sind voll crazy, die Burschen. Toll. Dann haben wir schon die Zivilisation, die Lebewesen hier ausgelöscht, oder was? Ja, wir haben alles im Arsch gemacht. Schau dir mal den Himmel an und die Bäume, also echt ein Traum. Ja, stimmt. Sieht richtig mega aus. Ja. Muss man mal sagen. Da unten ist was? Wo? Gerade wo du runtergelaufen bist. Ich weiß nicht, was das ist. Sind das die Viecher von eben? Zettlangs, ja, ein paar Stück. Oh, Viere. Ich sehe hier kaum was. Kannst du die Fackel irgendwie platzieren? Ne, oder werden ja noch nicht rausgekriegt. Wollte ich auch mal halten? Okay. Einfach nur E drücken. Gibt auch Alpha-Set lang, ich muss so vorsichtig sein. Alpha? Ja. Und auch welche mit Level 30 und so, ne? Immer kurz mal mit dem Zielkreuz gucken, was das ist. Hä, wie jetzt? Ja, du kannst es auch sehen, dann wird dir der Name angezeigt im Bildschirm. Okay. Ach nee, das war Banana Joe, du bist fast tot. Banana Joe hat nur noch ein Drittel Leben. Was? Jo, hier, Zettlang Level 4. Guck mal, wenn du mit dem Zielkreuz da drauf zielst, kannst du es lesen. Siehst du das? Nee. Wie? Du hast doch ein Zielkreuz. Oben, ja. Achso, in der Mitte. Zettlang Level 4 und seine Gesundheit. Und wenn ich ihn jetzt verdresche. Okay. Zack. Ja, deine Gesundheit ist der Tropf, ganz oben das Symbol. Achso, ich dachte das. Das Herz ist die Stamina. Boah. Okay. Ich nichts mehr raus.
Ja, mal auf der Map gucken. Wir haben ganz schön weit von zu Hause entfernt. Ja, ich weiß noch ungefähr wohin. Ja, ich nicht mehr, weil ich sehe den See nicht mehr. Dann folge ich dir mal. Ja. Ich würde sagen, wollen wir hier gleich noch ein paar Steine hier mitklopfen? Wollen wir noch ein paar Steinchen klopfen, ja. Wegen hier sind gerade so viele, deswegen. Und was sie auch mittlerweile hinzugefügt haben, ist, dein Werkzeug hat eine Prozentangabe. Gab's vorher nicht. Das war einfach irgendwann kaputt. Den Stein noch. Ich muss gleich noch mal gucken, was wir für eine Waffe brauchen. Wahrscheinlich die Forge, da könnte ich mal wetten, würde ich dafür. Ja, ich glaube, da stand doch irgendwas mit Forge. Was braucht man für die Forge? Materialien. Und die muss man skillen. Okay. Materialien sind jetzt nicht das Schlimmste. Was dann das Schlimmste? Ja, wie gesagt, das Skillen und dann eben setzen. Wir haben Plattform ja jetzt schon. Oh, schon wieder ein Level up. Kann ich direkt mal checken. Bau. Steinwand, Steintore. Kalkstein. Berry, elektrischer Draht, Kraftfeld, Computer, gepanzerte Tür, Taschenlampe, Werkzeuge, Melee Damage Level, Kalibrit Axt auf jeden Fall. Und jetzt habe ich keinen Skillpunkt mehr. Nächste kostet 10. Alter Falter. Kriegen wir auch das Schwert. Pistole, Shotgun, Gewehr, Oxal, Zement, Gummi. Ja, ich glaube, Ja, das braucht man Shotgun und auch. Handwaffe habe ich auch schon gelernt. Ne, ich gucke gerade alles durch. Ich kann nur das lesen, was ich noch nicht habe. So. Scharfer Stab. Ja, scharfer Stab ist natürlich auch nicht unwichtig. Billigspeer. Axt. Okay. Dann gucke ich mal im Crafting. Der Steinhammer. Dieser Steinhammer kann als Waffe oder Werkzeug verwendet werden. Stoffmütze, Stoffhandschuhe, Lagerfeuer, Elektrodenplatte, Silikon. Plattform. Ich kann noch keine Forge. Und warum kann ich die nicht lernen? Hey, wake up. Das ist die Frage. Bau, Medium. Da beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge drüber. Ah, oh, ja, stimmt, wir sind schon wieder am Ende der Folge, ne? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Da, wo du eben Steine geklopft Ich sehe hast. dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja. Hier. Super. Dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Ja, kannst absagen. Okay, wenn euch die Folge gefallen hat, liken und kommentieren und bei den anderen einschalten. Link ist unten in der Videobeschreibung. Jo. Und wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob das ein langes Projekt wird oder. Wie gesagt, ich habe mir das Spiel erst geholt. Ich will mir erstmal angucken, wie das so ist und so. Und dann werde ich ja sehen, ob ich darauf länger Bock hätte. Und ja. Eure Resonanz ist wichtig. Wenn ihr auf das Spiel Bock habt, dann ist das natürlich auch für uns ein Ansporn. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.